Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zum nächsten Video der Wirtschaftskanzlei Isbridge. Mein Name ist Mike Langer. Viele Zuhörer kennen mich schon. Heute habe ich meinen Kollegen, den Enrico, Herrn Pfitzner, eingeladen, der hier einiges zum Thema Vertrieb, Leadsgenerierung, Kundengewinnung im Internet berichten wird. Im Rahmen der Existenzgründung haben wir immer das Problem, was mir meine Mandanten mitteilen, was ihnen am meisten schwerfällt, ist die Kundenakquise, Kundengewinnung. Wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, die wir hier als klassische Methode bezeichnen, aber auch die Kundengewinnung über das Internet. Ja, ich freue mich, Enrico, dass wir uns heute mal hier bei mir im Büro sehen. Ansonsten muss man einfach mal sagen, unsere IT-Experten, der Herr Pfitzner ist Vertriebscoach und unser Marketing-Spezialist, gerade im Pflegebereich, Suchmaschinenoptimierung, Schlagwort, Keyword-Suche oder wie die Begriffe alle heißen, das ist sein Spezialgebiet. Und ich habe ihm heute mal erlaubt, den Enrico einzuladen, um vielleicht den einen oder anderen Zuhörer auch da hingegen zu gewinnen, sich mehr Gedanken zu machen, schon im Vorfeld über die Kundenakquise. Enrico, könntest du mal unseren Zuhörern kurz mal dein Tätigkeitsumfeld erörtern, soweit ich das jetzt nur allgemein angegeben habe, vielleicht nochmal konkreter, was machst du bei uns im Unternehmen, wie verstehen unsere Kunden unseren Service gerade von deiner Seite aus? Ja, also in erster Linie bin ich natürlich für die Webseitenherstellung zuständig und nicht einfach nur irgendwelche Webseiten, sondern es geht um Webseiten, die im Endeffekt ein hohes Maß an Anfragenquote bringen. Und da ist es halt einfach nur wichtig, ich sag mal, eine vernünftige Kommunikation auf der Website zu packen, im Idealfall eine Problem-Nutzen-Kommunikation, um dann auch wirklich, ich sag mal, den potenziellen Kunden direkt ins Herz zu treffen. Genau, ne, dass Sie sind schon Schlagworte gefallen wie Kunden-Nutzen-Kommunikation, sehr wichtig. Wir haben da im klassischen Bereich die sogenannte Sandwich-Methode. Wir machen das über eine Eigenschaftsformulierung, aber dann doch immer, wie wird der Mehrwert generiert? Das ist sehr wichtig. Unsere Mandanten haben da tatsächlich auch eine Ausarbeitung ihrer Schwerpunktthemen, Alleinstellungsmerkmal sei nur genannt. Da sind wir natürlich Hilfestellen stehen zur Verfügung. Ich habe mir mal ein paar Schlagworte aufgeschrieben, wobei ich auch wirklich sagen muss, unseren Zuhörern, das ist natürlich sehr speziell, was der Enrico dort sich über mehr als zwei Jahrzehnte oder fast drei Jahrzehnte, Enrico, oder? Ja, zwei Jahrzehnte. Zwei Jahrzehnte, genau. Ganz so alt ist er noch nicht. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja, dort, ich habe nochmal aufgeschrieben und glauben Sie mir, das ist, was wir hier heute eigentlich machen oder mit unseren Zuhörern ans Herz legen, meines Erachtens das Wichtigste. Natürlich ist die Gründung, Geld, Beschaffung, rechtliche Dinge unschlagbar wichtig, aber was nutzt mir ein gegründeter Pflegedienst, wenn ich nicht in der Lage bin, das Herz der Kunden zu treffen. Und ich habe hier stichpunktartig mal aufgeschrieben, es beginnt alles mit einer Wettbewerbsanalyse, mit Sys-Tricks. Jetzt würde ich einfach mal anfangen, Enrico, für unsere Zuhörer, mach vielleicht mal auf. Also Sys-Tricks ist grundlegend ein Tool, womit man eben eine professionelle Suchmaschinenoptimierung durchführen kann und auch eine gewisse Wettbewerbsanalyse, wie Mike gerade schon angesprochen hat. Ich bin ja wirklich ein großer Freund davon, damit man nicht stets und ständig das Rad neu erfindet, sondern dass man sich wirklich an große Top-Unternehmen, ich sag mal, im Idealfall buchen die bei Google rund um die Uhr sozusagen die Klicks und der am höchsten steht, zahlt in der Regel auch den größten Klickpreis oder den höchsten Klickpreis und diese Wettbewerber kann man mit dem Tool hervorragend analysieren. Ja, dazu zur Vereinfachung, vielleicht mache ich es auch, aber auch einfach nur für mich zum Verständnis, ja. Google-Webseite geöffnet, Sie suchen Pflegedienst und dann sehen Sie das Wort Anzeige und die, die ganz oben stehen, die nutzen dann quasi diese Tools und zahlen dann für den Klick eben entsprechend Geld. Ja, richtig. Das ist damit gemeint. Richtig. Ja, das nächste, was ich mir hier vermerkt habe, ist Google Keyword Recherche. Da habe ich mir natürlich in Absprache mit dir hintergeschrieben, welche Suchbegriffe nutzen Ihre potenziellen Kunden. Das ist jetzt sehr interessant, weil da muss man wirklich in die Materie gehen. Wir, Enrico und ich, wir drehen eigentlich jedes Wort um mich. Enrico und so kann man das dann kannst du mal dazu nochmal ausführen. Also das geht so ein bisschen mit der Wettbewerbsanalyse einher, weil ich sag mal, die Suchbegriffe, es geht ja immer darum, was sucht der potenzielle Kunde bei Google.
Und das kann man eben, wie gesagt, mit Hilfe von Sysfix herausfinden, auch mit einem Keyword Planer. Aha. Und man eben dort bestimmte Suchphrasen eingibt, nehmen wir einfach mal in unserem Fall Pflegedienst. Und dann schlägt Google schon vor, welche Keyword-Kombination könnte man jetzt beispielsweise buchen. Beispielsweise Pflegedienst Berlin oder ambulanter Pflegedienst Berlin. Und dort sieht man dann auch schon, wie hoch sind die Klickpreise. Und bei der Wettbewerbsanalyse eben vorab, dort sieht es eben einfach nur so aus, dass ich eben den Wettbewerber, der eben, sage ich jetzt mal, dort den höchsten Klickpreis im Idealfall zahlt, analysieren tue ich natürlich immer weitaus mehr, wo man jetzt wirklich einfach mal guckt, welche Keyword-Kombination bucht das Unternehmen und auf welche Unterseite landen die. Weil manchmal sieht es halt so aus, man sieht eine Webseite vor sich, aber dort landen nicht die Kunden, die eben dort eingekauft werden. Das heißt, man hat hier nochmal eine spezielle Landingpage ausgearbeitet, die dann einfach natürlich so konzipiert ist, damit es halt zum Höchstmaß an Anfragen führt. Und das ist das, was wir halt mit Sistrix in der Form machen, dass wir uns ganz genau, wie gesagt, die verschiedenen Keyword-Kombinationen anschauen, die das Unternehmen bucht, und dann im zweiten Step nimmt man halt die komplette Landingpage auseinander, wo man eben wirklich sieht, gehen die eben glasklar beispielsweise auf Anrufe oder möchten die vielleicht ein Kontaktformular ganz normal Standard erstmal den Lead generieren, also sprich die Anfrage über das Kontaktformular. Einige, ich sag mal, nutzen dort auch einen gewissen Kundengewinnungsprozess, wie man das jetzt kennt, beispielsweise von Mac Makler oder anderen Unternehmen, die dort immer praktisch vier Bausteine haben. Das heißt, es wird eine Frage gestellt und dann wählt man einfach nur Ja oder Nein oder sonstiges dergleichen, um dann einen qualifizierten Datensatz zu bekommen, ja, sodass man eben gleich vorab Informationen hat, was braucht denn der Betroffene konkret. Und wie gesagt, und das, um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Wettbewerbsanalyse, das kann man eben, wie gesagt, in Sysfix ganz genau vornehmen, sodass man sich einfach ganz genau anguckt, welche Suchphrasen bucht das Unternehmen, auf welche Unterseite landen die, wo man dann eben sich ganz genau anguckt, welche Kommunikation führen die dort auf der Webseite, welche Benefits sozusagen kommunizieren die, um dann wirklich das Maximum an Anfragen zu erhalten. Prima, Sie sehen schon, gerade unsere Zuhörer werden das spannend verfolgen, denke ich mal, dass das teilweise ja, sehr, also für mich sehr schwer zu verstehen ist. Und deshalb bin ich auch so froh, dass der Enrico sich diesem Thema gewidmet hat. Und ich muss auch noch dazu vielleicht mal einwenden, weil es tatsächlich für so einen Nicht-Profi nicht so einfach zu verstehen ist, glaube ich, hat man manchmal auch den falschen Eindruck, was die Kosten dieser ganzen Analyse und der Umsetzung natürlich der Beratung auch anbelangt. Und das wird, muss ich sagen, von vielen unserer Mandanten wirklich unterschätzt. Herr Enrico? Definitiv. Weil das ist ein Bereich, der meines Erachtens, gerade konkret auf unser Beispiel, bezogen auf meine Kanzlei, dort wirklich einen erheblichen Mehrwert gebracht hat. Wenn man aus dem Nähkästchen plaudert, war es so, dass wir selber Google Ads gekauft haben, sagt man so? Richtig, genau. Wir haben die Klicks über Google ganz normal eingekauft, wie jeder andere Unternehmer in der Regel. Richtig, und haben das dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr machen müssen, weil der Erfolg, natürlich auch die Arbeit von Enrico, uns recht gegeben hat. Das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Und deshalb kann ich nur an alle appellieren, wenn da Fragen sind in dem Bereich, was da überhaupt gemacht wird, konkret, die Fragen kann man, die wird der Enrico gerne beantworten, jedoch die Umsetzung dazu bedarf es meines Erachtens einer langjährigen Tätigkeit und auch Erfahrung. Herr Fitzner hat diese Erfahrung gesammelt, auch in der Beratung von sehr guten Unternehmen, die heute in bestimmten Bereichen sogar Marktführer sind. Und das nicht nur regional. Dann wären wir beim nächsten Thema. Enrico, hier steht bei mir auf meiner Liste regionales SEO. Enrico. Ja, regionales SEO, das heißt ja im Endeffekt nichts anderes wie regionale Suchmaschinen optimiert. Das heißt, ich optimiere ja nicht beim Keyword wie Pflegedienst, sondern das heißt, ich optimiere die Webseite eventuell auf ambulanten Pflegedienst Berlin. Richtig, genau. Und das sind halt Ergebnisse, die man relativ schnell erzielen kann, weil wer Pflegedienst, wer da auf Platz 1 steht, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Pflegedienst in Hamburg habe und jetzt sucht jemand aus München einen Pflegedienst und der findet jetzt meine Webseite, dann werde ich den Kunden vermutlich eh nicht bedienen können. Von daher ist halt regionales SEO wichtig. Allerdings, bevor man regionales SEO macht, sollte man eben, wie gesagt, in Step 1 erstmal eine Wettbewerbsanalyse gemacht haben und eben wissen, was sucht der potenzielle Kunde bei Google.
Und erst wenn ich das in Erfahrung gebracht habe, dann kann ich natürlich in der Form SEO betreiben. SEO ist im Endeffekt für meine Sichtweise nichts weiter wie eben, ja, ich sag mal, jede Kampagne kostet bei Google Geld. Und hier geht es eigentlich nur darum, ich sag mal, bestimmte Budgets eben einzusparen. Und wie Herr Langer ja mal angesprochen hat, ich sag mal, wir für Herrn Langer selbst buchen wir jetzt keine Keywords mehr, weil wir in der heutigen Zeit nicht mehr darauf angewiesen sind. Google rankt hauseigene Produkte sehr gut. YouTube ist ein hauseigenes Produkt. Und dadurch, dass wir bei YouTube sehr gut präsent sind, haben wir halt die Anfragen letztendlich, beziehungsweise die Besucher, die landen von YouTube auf der eigenen Webseite. Dann gehen sie bei uns den Prozess durch und so kommt eben eine Anfrage bei uns in der heutigen Zeit zustande. Früher, wie gesagt, haben wir dafür Geld ausgegeben. In der heutigen Zeit liefert uns YouTube einfach nur, ja, ich sag mal, potenziellen Treffer sozusagen. Und da muss ich auch wirklich mal sagen, Enrico, dafür bin ich dir auch wirklich dankbar. Und nicht jeder hat ein Enrico in seinem Unternehmen. Ja, aber kurzum, aber deswegen drehen wir eben hier dieses Video, damit eben dort ja eine ganz andere Zielgruppe davon auch profitieren kann. Weil gerade, ich sag mal, im Bereich der Pflege in der heutigen Zeit, ich sag mal, die Unternehmen, die dort wirklich Google Ads buchen, ich sag mal, das sind in der Regel sehr, sehr wenig Unternehmen. Ich sag mal, vor ca. 5 Jahren, da hat eigentlich fast kein Pflegedienst in der Form Ads geschalten. Mittlerweile gibt es dort die ersten Unternehmen, die dort omnipräsent sozusagen werden schalten. Allerdings, wenn man einen Google-Account einrichtet und einfach nur klassisch eine Smart-Kampagne macht, wird man dann auch schnell feststellen, ja, man bekommt zwar viele Klicks, aber Google interessiert sich natürlich nicht dafür, wo liegt die Anfragenquote, weil im Endeffekt geht es immer nur um eine Sache, was kostet mir der Lead, beziehungsweise die Anfrage, die jetzt, egal ob die jetzt per Telefon reinkam oder eben über das Google-Kontakt, über das Kontaktformular, im Endeffekt geht es immer nur darum, was kostet mir die Anfrage und was kostet mir der Kunde. Und im Endeffekt, ich sag mal, wenn mehr Geld am Ende des Tages übrig bleibt, wie man ausgegeben hat, ja, kurzum, dann hat man halt ein skalierbares Unternehmen, beziehungsweise überhaupt die Chance, ein skalierbares Unternehmen aufzubauen. Weil Verkauf ist und bleibt Chefsache und dort kann man wirklich mit einfachen Maßnahmen relativ viel erreichen, vorausgesetzt, man kennt die Spielregeln und macht mit je zu gut. Genau, ja, das Sie merken schon, unsere Zuhörer, dass es richtig flüssig rüberkommt und dass wir haben jetzt vorher, wie gesagt, nicht durchgespielt, sondern hier sind Experten am Berg, die tatsächlich auch wissen, wovon wir sprechen. Und ich würde vielleicht noch ganz kurz da nochmal darauf hinweisen, Enrico, wie wir damals den Kundengewinnungsprozess auf unserer Webseite kreiert haben. Ja, dieses Thema der Fragestellung, ja, auch sehr wichtig. Ich vergleiche das immer mal. Sie müssen ja als Pflegedienst wissen, welche Kunden Sie erreichen wollen. Hier in dem Fall sind es Pflegebedürftige, aber natürlich in erster Linie meines Erachtens die Angehörigen von Pflegebedürftigen. Und die sind natürlich in einem normalen Arbeitsprozess eingebunden und wenn jemand einen Pflegedienst benötigt, ist das Geschrei groß. Wir wissen regional gesehen, dass es eine Überanfrage gibt an Leistungen der Pflegedienste, die Pflegedienste mittlerweile auch wirtschaftlich sehr geschult sind und sich natürlich den einen oder anderen Patienten nicht nehmen, weil er einfach wirtschaftlich gesehen mehr Arbeit als Umsätze generiert. Und da sind dadurch entsteht eine Lücke, sodass ich auch gucken muss, wie schaffe ich es mit meinem Pflegedienst an gute Klienten zu kommen. Gute Klienten, bitte nicht falsch verstehen, auch aus moralischer Sicht, aber Klienten, die tatsächlich mir meine Gewinnmöglichkeiten eröffnen. Und die ambulante Pflege ist bedauerlicherweise erstmal nur auf Expansion ausgerichtet. Gerade am Anfang heißt es, ich muss viele Klienten generieren, um meine Kosten zu decken und noch einen kleinen Gewinn zu erwirtschaften. Das heißt, auch mit einer gezielten Suchkampagne, mit einer gezielten Leadsgenerierung bin ich in der Lage, tatsächlich Klienten zu generieren, die auch, ich sag's mal, ganz human werthaltig sind. Und wenn wir beim nächsten Thema, habe ich selbst mich schon im Versprecher, habe ich das gemerkt, Mitarbeiter. Natürlich sind heute unsere potenziellen Pflegefachkräfte im Internet unterwegs. Ja, sie sind bei Instagram unterwegs, sie sind bei Facebook unterwegs. Die klassische Zeitungsannonce ist out. Selbst meines Erachtens, ich will jetzt hoffentlich keine Abmahnung riskieren, der geht auf große Portale wie Indeed. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man sieht das im Fernsehen, ich weiß, Eintracht Frankfurt, bin ein großer Fan von dieser Fußballmannschaft. Die Eintracht hat es geschafft, gegen Barcelona zu gewinnen. Aber das ist doch regional meines Erachtens nicht so ganz
Ja, treffend. Nächstes Thema, um es abzuholen, Traffic. Hier habe ich gerade gesehen auf dem Display von unserem Enrico, wir haben immer ein Problem, das muss ich wirklich mal schildern, nachdem wir unseren Pflegedienst gegründet haben, wir haben dann diesen langen Weg der Finanzierung hinter uns, die Mitarbeiter sind alle vorhanden, haben wir sehr viele Anfragen, Herr Langer oder Herr Pfitzner, was halten Sie denn von einem Eintrag bei 1188? Wir können mal den. Ja gut, die sind halt relativ vertriebsstark. Ja, ne? Da kannst du mal ein paar Ausführungen dazu machen. Das braucht man sowas, Enrico. Ja, kurzum, da möchte ich mir jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich sag mal, wer zu viel Budget drüber hat, der kann es natürlich gerne mitnehmen, aber ich sag mal, wenn ich sehe, was dort in der Regel für Kosten entstehen, ich sag mal, im Endeffekt, was bekommt man dort? Natürlich ist man irgendwo im Telefon präsent, vielleicht noch in gelben Seiten oder irgendwo, aber im Endeffekt bekommt man eigentlich nichts weiter wie einen professionellen Google Business Eintrag, wo dort im Vertrieb schon grundlegend versprochen wird, dass darüber dann natürlich die Kunden kommen. Oftmals sieht es halt so aus, wie immer, haben wir letztens erst wieder beim Gründer gehabt, 1200 Euro war er los. Die Jahrespauschale wurde dort gleich am Stück fällig. Aber mit 1200 Euro, wenn ich das gezielt bei Google Ads beispielsweise investiere, da weiß man von vornherein, wie viele Besucher kann man bekommen. Und es geht unterm Strich immer nur um eine Sache. Wenn ich 100 Besucher auf einer Website hatte, beispielsweise, wie viele kontaktieren mich jetzt? Egal ob übers Telefon oder eben übers Kontaktformular. So und 100 Besucher, wenn man dort einfach mal so ein bisschen rechnet, nehmen wir einfach mal eine Pauschale zwischen 1 bis 2 Euro. Rechnet sich jetzt ein bisschen einfacher, stellen wir mal vor, der Klick kostet 2 Euro. Natürlich bin ich bei 100 Besucher 200 Euro los, aber im Endeffekt, wenn ich 10 potenzielle Anfragen bekommen habe, selbst wenn ich nur bei 5 irgendwie zum Vertrag komme, hat man dort einen ganz anderen Nutzen, wie ich sag mal, man investiert jetzt irgendwo 1200 Euro. Für mich persönlich ist meine Meinung, das ist ja nichts weiter wie, ja, ich sag mal, ein Webkatalog-Eintrag, der gut vermarktet wird. Wird kombiniert mit einem Google Business Eintrag. Viele wollen in Google erstmal präsent sein, im Google Business Eintrag. Ich sag mal, wenn man nicht ganz unbeholfen ist, bekommt man das eigentlich selber in 5 bis 10 Minuten hin. Dann steht der Google Business Eintrag und dafür würde niemand in der Form irgendjemand so viel Geld bezahlen, dafür, dass er einen Eintrag vornimmt. Wenn man das in der Regel, man kennt die Google Tools, die sind instinktiv bedienbar. Und wenn man einen Business Eintrag haben möchte, ist er genauso einfach für jeden umsetzbar. Ja. Also aber hier ist das Callcenter natürlich gut geschult, wo man dort eben mit kostenfreie Besucher, ich sag mal, die hängt man dort an der großen Glocke und so verkauft man den, wie gesagt, einfach nur einen Google Business Eintrag recht preisintensiv. Und wenn man sich aber nochmal zurückkommen beim Traffic-Einkauf, selbst wenn wir 200 Euro ausgeben würden für 100 Besucher, selbst wenn wir erstmal eine schwache Quote haben, haben wir vielleicht, sage ich jetzt mal, 4 bis 5 Anfragen. Genau. Aber selbst wenn nur ein Kunde entsteht, dann ist ja nur eine Frage, okay, 200 Euro mag man jetzt in der Pflege nicht ausgeben für einen Kunde, der jetzt nur 125 Euro Pauschale beispielsweise da abrechnen kann. Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wenn ich aber hier einen durchschnittlichen Preis erziele, ich sag mal, in der Pflege bewegt es sich, ich sag mal, zwischen 700 bis 900 Euro. Und selbst wenn man 900 Euro erzielt, ja gut, mag man jetzt 200 Euro ausgeben, um 900 Euro Umsatz zu machen. Also ich persönlich würde das jetzt nicht wollen, aber wie gesagt, das geht ja im Endeffekt darum, damit ich im Idealfall auf eine Anfragenquote komme von 10%. Und wenn von die 100 Besucher mir 10 Menschen kontaktieren und ich schließe im Idealfall 4 bis 5 Verträge ab, dann reden wir schon von Summen zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Und dann macht es natürlich schon Spaß, Geld an Google auszugeben, weil wenn man das Rad erstmal rund bekommen hat, geht es im Endeffekt nur um eine Sache, wie viele potenzielle Kunden kann ich jeden Tag abholen. Genau, und nochmal ganz kurz nochmal der Hinweis, das ist für mich sehr wichtig, wir haben ja auch Anfragen, die nicht immer gleich zum Vertrag führen. Viele unserer Zuhörer wissen das, dass wir unsere Kanzlei auf vertraglicher Basis arbeitet, mit einer Anzahlung, ohne Zweifel, und das funktioniert auch. Da muss man wirklich sagen, entscheidend ist wirklich, weil gerade unsere Gründer sehr darauf angewiesen sind, am Anfang sehr viele Patienten zu rekrutieren, viele Verträge abzuschließen und die Wirtschaftlichkeit erstmal nachrangig ist. Und hier kann ich gezielt schon eine gewisse Anfrage hier generieren, die am Anfang höher ist als das, was normal zu erwarten ist. Wir kennen auch neben den Business-Einträgen auch Plattformen, wo man sich auch einkauft, wo man auch Geld dafür bezahlt, die auch ihre meines Erachtens Legitimation haben. Da geht es um das Entlassungsmanagement, das sind Plattformen, wo dann die Sozialarbeiter der Krankenhäuser ihre Patienten quasi anonym einen
in anonymer Weise und datenschutzkonform hochladen und sich quasi die Pflegedienste, je nachdem, wo der Pflegedienst seinen Sitz hat, den Zuschlag für diese Patienten sichert und dann auch quasi an den Pflegedienst übergeleitet werden. Eine ganz normale Sache nennt man in der Pflege Entlassungsmanagement oder auch Überleitungsmanagement. Dafür zahle ich auch Geld, aber hier ist der Sinn dahinter von Anfang an diese Kampagne, die wir hier starten, mit, meines Erachtens müsste die vom Zeitpunkt her mit in den Beginn der unternehmerischen Tätigkeit mit eingeflochten werden. Wir erstellen da selber, das macht der Herr Pfitzner sehr gut, Webseiten, wir erstellen die Datenschutzerklärung, das machen wir alles. Aber tatsächlich fehlt dann das Geld, meines Erachtens, ich merke das so ein bisschen für diese Geschichte hier, der Leads-Generierung, weil das ist ja eine eigene Leistung, die im Nach-Coaching-Bereich angesiedelt ist und jetzt meines Erachtens immer mehr Anklang finden wird. Natürlich wollen wir diese Leistung nicht nur unseren Mandanten anbieten, die wir jetzt persönlich im Rahmen der Assistenzgründung coachen, sondern auch gezielt, also Unternehmen, die bereits am Markt sind, die vielleicht an der Schwelle zu einer neuen Umsatzerweiterung stehen oder strategisch gesehen bestimmte Dinge abstoßen und sich neu aufstellen wollen, sind auch sehr herzlich eingeladen, von uns sich ein Angebot erstellen zu lassen. Nicht nur, wie gesagt, Neugründer, die wir selbst bedienen, sondern auch Bestandsunternehmen sind wir gerne behilflich, dort in diesem Bereich unser Wissen an den Mann zu bringen. Enrico, was würdest du vielleicht nochmal, ich denke mal, wir haben soweit das Thema erarbeitet für unsere Zuhörer, vielleicht nochmal eine Empfehlung aus deiner Sicht, aus der Sicht des Vertriebscoachs. Ja, wir haben natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Ich als Jurist und, sagen wir mal, in Anführungsstrichen BWLer habe ganz andere Ansätze als der Enrico. Was meinst du aus deiner Marketingbrille? Was ist wichtig für unsere Zuhörer noch? Ja, als Unternehmer, meiner Meinung nach, hat man nur zwei Aufgaben. Und das ist in erster Linie verkaufen und Arbeit verteilen. Und wenn ich permanent in beiden Bereichen tätig ist, dann macht er schon grundlegend was falsch. Und mit der Kundengewinnung kann man sich nie früh genug beschäftigen mit. Viele Gründer vergessen das immer. Ich sage mal, der Pflegedienst ist gegründet. Die ersten Kunden kommen durch die Multiplikatoren, wie Ärzte, Krankenhäuser etc. Und schnell ist man im Tagesgeschäft gefangen, sodass man dann gar nicht mehr sich auf das Wesentliche konzentriert. Und von daher kann man, wie gesagt, nie früh genug mit der Kundengewinnung anfangen. Viele glauben auch immer, das ist ein Hexenwerk, eine Website im Endeffekt Kunden zu gewinnen. Das ist es mit Sicherheit nicht, weil, wie gesagt, die Suchbegriffe, die der potenzielle Kunde eingibt, gerade im Pflegedienstbereich, natürlich können die auch sehr vielfältig sein, aber im Endeffekt geht es ja darum, die kaufkräftigsten Keywords herauszufinden. Absolut richtig, genau. Und wenn man dort erstmal ein Set hat, ich sag mal, plaudern wir einfach mal aus dem Nähkästchen, bei dir waren das jetzt so Suchbegriffe von ca. 20 Stück. Ja. Wirklich gezielt, ich sag mal, Kunden, ich sag mal, die auch dann zum Vertragsabschluss kommen, ich sag mal, da reden wir hier von 5 Keyword-Kombinationen, die man in der Form hatte. Und wenn die Kampagne grundlegend erstmal steht, dann steht das ja. Das heißt, die Besucher kommen auf die Website und die Conversion, die ist ja nicht einen Tag so, den anderen Tag so. Das heißt schon, dass man hier eine Art Kundengewinnungsmaschine ins Rennen schickt, wo es anfangs etwas natürlich ein bisschen holprig ist, weil man steigt natürlich nicht gleich mit 10% Anfragenquote ein. Einfach mal ein kleines Beispiel, ein klassisches Kontaktformular alleine. Ich sage mal, in der heutigen Zeit sind wir von 100 Besuchern, gerade mit kalte Besucher, die die Website noch nicht kennen oder das Unternehmen, man bekommt vielleicht 1 bis 2 Anfragen. Mhm. Und wie gesagt, wenn man dort einfach nur mit einem gewissen Kundengewinnungsprozess arbeitet, ist man eigentlich schon schnell im Vorteil, dass man erstens einen viel qualifizierteren Lead bekommt. Das heißt, man weiß schon, was möchte der Kunde, worauf legt er am meisten Wert. Genau. Und ja, wie gesagt, also mit diesem Prozess, wie gesagt, kann man schon locker die Anfragenquote verdoppeln. Und wie gesagt, wenn man sich dann nochmal gezielt hinsetzt, wo man eben die Überschriften anpasst, die Bullet Point Auflistung, wo wirklich kommuniziert wird, was ist der Nutzen vom Unternehmen oder was liefert man eben, wie gesagt, für den potenziellen Kunden. Ja, und wie gesagt, wenn man unterm Strich weiß, was kostet der Kunde, dann ist man relativ schnell vogelfrei und man betreibt kein Hoffnungsmarketing mehr, wo man jetzt irgendwie darauf angewiesen ist, dass das Krankenhaus mal irgendwie, ich sag mal, den einen oder anderen halt vorbeischickt, sondern man ist wirklich unabhängig und kann, wie gesagt, im zweiten Step sich dann schon darum kümmern, damit man das eben ausbaut, wo es dann schon wieder um die Mitarbeitergewinnung geht. Perfekt. Ja, das würde ich sagen, das sollte es für heute gewesen sein. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die Fragen gerne an unsere Kanzlei richten. Herr Pfitzner und ich, wir stehen zur Verfügung, um den einen oder anderen Hinweis von Ihnen natürlich aufzunehmen.
Gerne beantworten wir auch Angebote oder erstellen Angebote. Ja, dann würde ich mich bedanken, Enrico, dafür, dass du heute in unser schönes Büro in Berlin-Friedrichshain gekommen bist. Von deiner Außenstelle in Erkner, ich denke mal, die Ausführungen waren sehr gut und wir können sicherlich nicht alles eins zu eins umsetzen, aber wir wollten Ihnen eigentlich mit dem kurzen Video mal so einen Ausblick geben, was eigentlich machbar ist. Wir verfolgen das auch rege und möchten natürlich unseren Gründern, aber auch Bestandsunternehmen die Chance geben, unsere Leistung zu beanspruchen. Bleiben Sie gesund und uns wohlbehalten. Wenn Sie uns anklicken würden, bitte hier oben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.